Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Stoneheart. Wir haben auch gerade noch irgendeine Nachricht hier. Hat Level 2 erreicht. Das ist ja bezaubernd. Ja, schön. Gut. War jetzt nicht so spannend, aber. Wir haben jetzt hier ganz schön viele Poyos schon. Ich bin da echt schon begeistert. Da liegen auch schon Eier rum. Da liegt auch ein Ei rum. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich auch mal noch ein bisschen Essen beauftragen, was mit Eiern läuft. So, und mal gucken, wie viele Eier wir auf Lager haben. 23 Stück. Wir haben irgendwas gemacht schon mal, wo uns die, wo dann Eier gefehlt haben. Maisbrot. Was wird denn hier eigentlich gerade hergestellt? Kö, kö, kö. Hier ist einfach alles nur auf Kö. Gibt's das alles schon in der Menge? Dann, ach so, die stellen nichts mehr her, weil wir einfach zu wenig eingestellt haben. Dann gucken wir doch mal hier. Den leckeren Eintopf, davon machen wir jetzt mal sofort herstellen. 50. Nee, komm, hier 80. Ist ja nicht so, dass wir nichts haben. Und dann machen wir hier mal Omelette. Nee, wir machen mal hier Maismehl. Wieso wird da kein Maismehl hergestellt? Soll 15 sein. Es fehlt Mais in Körben. Es fehlt Mais in Körben. Nee, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Wir hatten eben ganz viel Mais und wir haben es verkauft, weil wir... Ich habe euch das gesagt. Es macht einfach keinen Sinn, irgendwas zu verkaufen. Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Jetzt fehlt uns der Mais. Was wird denn hier eigentlich gerade angebaut? So, nochmal hier gucken. Hier wird gerade Karotte angebaut. Ne, wir ändern das jetzt gleich mal zum Mais um. Was wird hier angebaut? Da werden Rüben angebaut. Ja, ist okay. Was haben wir hier vorne? Ne, das machen wir jetzt auch zum Mais. Okay. Ja, das läuft. So, jetzt wird hier gekocht ohne Ende. Dann machen wir nochmal hier. Geben einfach nochmal mehr Aufträge zum Kochen, damit wir mehr Essen auf Lager haben. Das ist also voll die Wohlstandsgesellschaft hier. Da verrottet das Essen und die sind immer noch nicht zufrieden und haben immer noch nicht genug und nochmal und nochmal und nochmal. Also das verstehe ich einfach nicht. So, wir haben jetzt hier, das sieht ganz gut aus. Ich würde sagen, machen wir gleich 25 Stück. So viele Eier haben wir nämlich noch auf Lager. Machen wir nochmal Omelette. Das liegt hier rum, das wird nicht gegessen. Das sind so Sachen, die kann ich überhaupt nicht leiden. So. Machen hier unsere Baustelle. Ah, es wird schön ausgebaut. Es sind noch drei Stück unterwegs, die hier arbeiten. Wir müssen vielleicht im Untergrund nochmal gucken. Die sind da zwar noch zu Gange, aber wir geben schon mal den nächsten Auftrag, nämlich hier, hier drüben. Das muss auch weg. Da steht eine Fackel im Weg. Deswegen könnte ich da auch schon weiterbauen. Das möchte ich jetzt eigentlich nicht so. Naja, komm. Dann müssen wir aber hier vorne noch mal so einen Einschnitt machen. Komm, wir machen das jetzt so. Die sollen übrigens... Packwerkszone ist okay. Packwerkszone ist okay. Ja, ich weiß. So, jetzt hier die Fackel. Bitte verschieben und zwar nach hier unten. Die Fackel verschieben wir auch. Die verschieben wir nach da. Und eigentlich würde ich gerne noch ein paar mehr Fackeln hier unten hinsetzen. Wir haben ja noch welche. Nämlich hier eine hin, da eine hin, hier eine hin, da eine hin, da, da, da. Damit hier unten nicht irgendwie Creeper spawnen. So. Ja, der will uns Sachen verkaufen, aber ich habe jetzt gerade keinen Bock.
Nö, ist jetzt nicht so eine Herausforderung. Und sollen wir irgendwas verkaufen wieder? Wir haben ja noch unendlich viel. Ich möchte davon nichts verkaufen. So, jetzt haben wir ein bisschen was verkauft. So, dabei muss es jetzt bleiben. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, wir haben eh viel zu wenig von allem. So, was gibt es denn jetzt hier? Du bist Schäfer, Level 1, ist super, herzlichen Glückwunsch. Und du bist Trapper, ist Level 4, ja, super, Schnitt weg. Herzlichen Glückwunsch an alle, die befördert worden sind. Und wir gucken mal weiter, was hier unsere Baustellen machen. Mir macht das ein bisschen Sorge. Hier, das ist gleich beendet worden. Hier drüben, unser Gebäude wird nicht gebaut. Hier wird auch nicht mehr gewerkelt. Was macht denn hier vorne der Weg? Der ist auch schon fertig. So, diese kleinen Wege, die legen die ja sofort an. Das ist ja irgendwie nicht das Problem. Was war das? So. Da liegt noch Zeug rum. Ich hätte gerne eigentlich das Fuchsfell. Wir wollten ja hier oben weiterarbeiten. Ist denn hier schon was abgetragen worden? Das ist schon abgetragen worden. Das hat gut funktioniert. Naja, gut. Aber es ist ein Stück hier weggetragen worden. Kann man so lassen. So, wir müssten dann halt hier vorne einen Sicherheitszaun aufbauen und hier hinten einen Sicherheitszaun aufbauen. Dann könnte man uns hier oben so ein Stückchen weiterarbeiten schon. Sollen wir das machen? Aber es gibt eigentlich noch so viele Bauaufträge gerade, dass ich da ein bisschen mich schon verscheue. Weil dann wird nämlich hier die Bauarbeiten, dann haben wir oben das angefangen und haben da eine Leiter hochgebaut. Und dann haben die alle was zu tun und dann machen die mir nicht die Zäune dahin und es kommen lauter Monster. Deswegen würde ich eigentlich gerne erstmal alle Bauarbeiten hier beenden lassen. Bevor wir uns dann hier an der Erkundung hier oben. Ich möchte super gerne sehen, was hier oben los ist. Wir machen hier so einen Schnitt durch. Wir arbeiten uns von hier unten immer so ein Stück weiter hier vor und ich möchte mal sehen, was hier oben so los ist. Ob es da vielleicht was Besonderes gibt. Hier ist ja noch höher. Hier geht es ja wahnsinnig hoch. Aber da kommen wir, glaube ich, nicht hin. Das ist einfach so weit weg. Aber wir werden es versuchen. Es ist natürlich auch ein bisschen problematisch, wenn wir jetzt die Leute so weit da hochschicken. Ob die dann nicht Hunger bekommen, während die da hochlaufen und dann da oben verhungern. Da müssen wir oben nochmal müssen wir auch noch eine Kantine einrichten. Jetzt ist echt ein Problem hier mit meinen Baustellen. Ich traue mich jetzt nicht, da oben was Neues anzufangen, weil wir hier 1, 2, 3 Baustellen haben, die sehr groß sind und die fangen einfach noch nicht mal an damit. Ich klicke das nochmal an. Das Gebäude. So, Bau pausieren, entfernen, sichern, bearbeiten. Ja, bearbeiten ist eigentlich hier so. Es geht nicht weiter. Wieso denn nicht? Bau pausieren will ich ja nicht. Ich will es ja, dass es weitergearbeitet wird. Oder ich drücke mal drauf. Jetzt drücke ich nochmal auf Bauen. Vielleicht klappt es so. Jetzt haben wir es pausiert und haben es dann wieder gestartet. Vielleicht ist es jetzt nochmal neu reingeladen worden als Auftrag. Ich bin da sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt. Jetzt ruckelt es natürlich hier mit 8 FPS, ruckelt es jetzt hier ganz schön schwer. So, hier der Weg soll eigentlich auch bis nach hier hinten gehen. Speichere. Das hätte ich auch mal eben machen sollen.
Ich glaube, ich habe gar nicht gespeichert. Ein Diebestrupp erscheint. So, hier. Wache. Angriff. Ruckel, ruckel, ruckel. Ja. Ich bin irritiert. Guck mal, wie viel Fleisch wir hier stehen haben. Das sieht ja ein bisschen unordentlich aus hier. Also ganz ehrlich, wir müssten hier ein bisschen aufräumen. Hä? Ist Licht ausgegangen? Ach so, wird Tag. Okay. Wollte gerade sagen, das Licht geht aus, aber wir haben noch gar keinen Tag. So, nächster Tag. Wir haben natürlich nicht geschafft, die Nahrungsgrenze zu erreichen. Die Mauer hat eigentlich auch eine schöne Textur. Das ist eine 3D-Textur und so, finde ich ja nicht ganz nett. So. Könnten hier nochmal einen Screenshot machen mit Mauer. So, ein Blick in unser Dorf. Das mache ich jetzt nochmal einen Screenshot. Weil mir fehlen nämlich nachher immer Screenshots. Oder ein Blick auf unseren Marktplatz. So. Hier, so, mit Häusern. So. Auch nochmal Screenshot. So. Hier wird nicht weitergearbeitet. Ich mache auch hier nochmal. Bau pausieren. Weiterbauen. Wobei, jetzt wird aber hier irgendwo rumgeklopft. Ach, das ist unten im Untergrund. Haben wir geschafft. Haben wir geschafft. Haben wir geschafft. Super, wir bekommen jemanden dazu. Ein neuer Bauarbeiter kommt zu uns. Und ich habe jetzt nicht geguckt, wie er heißt. Mist. Ah, Alton Edessa. Super Sache, Alton Edessa. Kommt zu uns ins Dorf. Ich glaube, der ist das. Ja, also es gibt viel zu tun, Alton. Du kannst also hier ganz schön schnell dich mal beteiligen. Es gibt hier 20.000 Baustellen. Du könntest zum Beispiel hier das hier fertig bauen. Das wäre ganz, ganz, ganz nett von dir. Dann könnte man da nämlich endlich mal auch was anderes machen. Warum ist eigentlich die Musik so leise? Ich weiß es nicht. Ich habe doch nichts an der Musik umgestellt. Musik, 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 Musik. Steht hier nicht. Das ist alles nur Grafik. Ein wenig Anti-Aliasing. Na egal. Komm, raus. Wir haben noch viel zu tun. Weiter. Ja. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob ihr das Menü sehen konntet. Konntet ihr das Menü sehen? Weiß ich jetzt gar nicht. Es war nämlich so geplant, dass ihr es seht. Also wir müssen uns hier was mit dem Fleisch einfallen lassen. Es kommt mir ziemlich viel vor, aber in Wirklichkeit ist es ja so, dass wir viel zu wenig zu essen haben. Und wie guckt man, wir haben eben alle Felle verkauft und wir haben hier schon wieder alles voll liegen mit Fellen. Gut, soll ich das hier oben angehen? Weil, ich meine, in dem Moment, wo wir jetzt hier eine Leiter bauen, kommen da alle Monster runter. Andererseits können wir da auch... Ach, wir fangen das jetzt an. So, hier, Leiter. Leiter, Leiter. Bis dahin. Und dann machen wir hier oben... Ja, wo ist mein Zaun? Mein Steinzaun. 27 Steinzäune haben wir. Nee, drehen. Wir gucken mal hier so, wir machen mal hier, da ist nämlich noch sowas in der Wand, das möchte ich noch sehen. Wir machen das mal, so.
So. Eindringlinge nähern sich, ich hab's gesehen. So, Sicherheitswall. Ein Varanus wird aber schon angegriffen. Aber da schicken wir dann erst noch mal ein bisschen mehr Power hin. So, der sollte aber gleich erledigt sein. Und das hier ist unser neuer übrigens. So, halten auch eine Varanus-Haut wieder. Die können wir auch einsammeln. So, super Sache. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das dauert, bis die jetzt hier oben hinbauen. So, da kommt der Zaun hin. Und hier drüben hätte ich eigentlich gar auch noch einen Zaun. Den hätte ich aber gerne eigentlich hier so zwischen den Bäumen hier so. Damit ich da oben hinkomme. Und wieder dreht sich hier das Ding nicht. Hallo. Manchmal, also es hängt. Also dieses Hin- und Hergedreher hier, das hängt manchmal. So, hier kommen wir irgendwie nicht so richtig gut durch die Bäume durch. Das wäre eigentlich nur hier möglich. So, setzen nochmal hier Zäune. Zäune, Zäune, Zäune. 11 Stück haben wir noch. Ich glaube, dieser Pfeil muss bei Zäunen, weiß ich jetzt nicht, der muss nach innen zeigen. Und ich kann leider hier nicht ziehen. Es hat mir jetzt schon ein paar Mal Leute geschrieben, ich soll einfach ziehen. Man könnte den Zaun ziehen. Ich weiß nicht, wie ihr es euch vorstellt, aber auf jeden Fall, ich drücke jetzt Shift, geht auch nicht. Man kann den Zaun nicht ziehen und setzen. Das wäre super. Mir würde das wahnsinnig gut gefallen, aber es geht halt nicht. So, der Baum muss leider weg. Der Baum muss weg. Tut mir leid. Du musst leider weg. So, und du bist ein bisschen im Sichtfeld von der Kamera, deswegen musst du leider auch weg. Tut mir leid. So, hier wird die Leiter gebaut, da wird der Zaun gebaut, da wird der Zaunbau gebaut. Dann sind wir hier schon mal bei diesen grauen Steinen und dann hätte ich natürlich gerne hier oben auch noch, dass hier ein bisschen Licht entsteht. Setzen wir mal hier ein Licht hin. Wir setzen hier vorne ein Licht hin. Und hier hinten am Zaun kommt nochmal Licht hin. Und natürlich auch hier bei unserem Aufgang muss auf jeden Fall... Ne, da machen wir anders. Machen wir das Licht hier. So. 1, 2. Genau, machen wir das hier. Und hier oben setzen wir auch noch ein paar von denen hin. Damit ich hier abends erstmal im Wald so sehen kann, was da so los ist. Weil wahrscheinlich kommen jetzt hier erstmal Monster, wenn wir das jetzt gebaut haben. Jetzt ist nämlich die Leiter da. Jetzt ist nämlich hier auch hier Gefahrenstufe. So, ich mache nochmal einen Screenshot, weil... Screenshots, nachher, ich sag euch, bei der Bearbeitung, es fehlen mir immer Screenshots. Vielleicht machen wir jetzt auch mal einen Screenshot hier, wenn die anfangen hier zu bauen. Ich mache jetzt gleich mal ein paar. So, also hier oben wird schon mal gearbeitet. Unsere Baustellen unten, unsere Gebäude werden übrigens nicht weitergearbeitet. Auch hier die neue Baustelle für das Gebäude fängt nicht an. Was ist denn hier? Da, das wird nicht weitergearbeitet. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, hier müssen wir halt noch irgendwie dieses... Der speichert ziemlich oft, oder? Also mir kommt so vor, als ob hier permanent gespeichert wird. Hier vorne muss leider noch einmal so ein Ding hin. Haben wir noch eine...
Oder das geht schon bis zur Kante hier. Da kann sich, glaube ich, keiner vorbeidrücken. Ach, es müsste sicher sein. Eine robuste Überlebenskünstlerin, ja. Wer will jetzt Fleisch verkaufen? Nee, wollen wir das hier haben? Nee, wollen wir das haben? Auch nicht. Wir könnten Varanushaut kaufen. Da können wir diese anderen Tränke herstellen. Kostet natürlich dann 400. Komm, wir kaufen alle. Und jetzt verkaufen wir ganz ordentlich mal was hier. Also wir verkaufen mal 3 Stück davon. 4 Stück davon. 2 Stück davon. So, hier Felle. Alle. Alle. Nur die Varanus dürfen wir natürlich jetzt nicht verkaufen. Alle. So, Blümchen haben wir eine ganze Menge. Und hier die Tränke. Ich glaube, ein paar brauche ich halt schon selber. Deswegen hier, da mal verkaufen wir mal 10. Hier verkaufen wir 10. Davon verkaufen wir 10. Habe ich eigentlich ein schlechtes Gefühl bei. Verkaufen hier beim Fleisch, verkaufen wir auch mal was. So. Essen verkaufen ist immer ganz schlecht. So, wir haben hier ein schönes, komfortables Bett. Hier von den normalen Betten verkaufen wir 10. Hier die 2 verkaufen wir auch. Dann haben wir hier Stühle, eine ganze Menge. Haben wir die einfachen Stühle? Einfacher Stuhl verkaufen wir alle. Wir haben ja noch von den schönen Stühlen hier. Und davon verkaufen wir auch 10. Können wir lieber nochmal welche herstellen. Was haben wir denn hier noch? Hier diese Vasen. Raus. So. Das hier, raus. Die gefallen mir auch nicht. Raus. So, was haben wir denn noch? Lederballen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was wir mit Leder herstellen sollen. Deswegen mal weg damit. Damit wären wir eigentlich durch, oder? Also hier ein bisschen Baumaterial brauchst du halt. Du kannst halt nicht alles hier verkaufen. Wir könnten jetzt hier noch ein paar Barren verkaufen. Aber es ist ja halt auch keine Menge. Ich habe 29 Barren mit Kupfer. Ich meine, bei Minecraft habe ich 180.000 Stoffballen. Die behalten wir natürlich hier. Erze können wir wieder ein bisschen verarbeiten. Ja, bleiben wir mal so. Naja, also hier, unser Sicherheitszaun Nummer 1 ist gestellt. Hier drüben der Sicherheitszaun ist auch gestellt. Wir haben also hier eine neue Ebene erreicht. Tolle Sache. Das Gebäude hier ist zwar jetzt zu sehen, aber wenn ich jetzt hier den Baumodus ausmache, dann ist er wieder weg. Hier wird immer noch nicht weitergearbeitet. Ich weiß einfach nicht, was da fehlen könnte und so. Naja, liebe Leute, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Und auch für die heutige Aufnahmesession. Ich werde mir jetzt mal was Leckeres zu essen machen. Und ich glaube, ich nehme hier so einen herzhaften Eintopf vom Spiel, weil die verrotten nämlich hier eh auf dem Feld. Ich versuche aber einen ziemlich frischen hier zu kriegen. Ich glaube, die sind erst dahingestellt worden und so. Dann nehme ich mal hier von einen oder so. Und dazu vielleicht noch so ein Omelette oder so. So ein Omelette hier. Das sieht auch ganz gut aus hier. Das sieht auch noch frisch aus. Ich meine, es liegt aber hier auf dem Rasen und so, aber müsste schon gehen. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dann, macht's gut. Tschüss.